Wir haben in Frau Gerbers Wohnung sowohl DNA als auch Fingerabdrücke gefunden. Und haben Sie sie schon mit einer der drei Frauen abgeglichen? Natürlich. Und? Es gab weitere Fingerspuren, die keiner der dreien zuzuordnen ist. Der größte nach männliche. Und lassen Sie mich raten, alle in Ihrem System nicht vorhanden? Leider nein. Könnten Sie nicht von Frau Gerbers Freund sein? Naja, soweit ich weiß, ist sie Single. Aber schließt das eine das andere nicht aus? Ich meine, sie könnte ja trotzdem Männerbesuch haben, ne? Natürlich. Sie ist eine junge Frau und in ihrem Alter. Ja. Wir sollten das auf jeden Fall mal überprüfen. Gut, ich werde jetzt mal zu meiner Mandantin in den Laden fahren. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Frau Gerber? Oh, Herr Pelzig, haben Sie mich erschreckt? Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich habe nur gesehen, dass bei Ihnen vor der Wohnung die Polizei war. Ich mag ja schon wissen, was in meinem Haus dann so passiert. Und deswegen sind Sie mir jetzt bis hierher gefolgt? Nein, ich habe Sie nur zufällig jetzt gerade gesehen und dachte mir, ich frage einfach mal nach. Ja, offensichtlich wurde bei mir eingebrochen, als ich nicht da war. Nein, das ist erschrecklich. Ja, ist denn was mitgenommen worden? Nein. Das ist ja komisch. Guten Morgen, Frau Gerber. Ah, Herr Stevens, guten Morgen. Hallo. Hallo. Herr Pelzig, mein Vermieter. Stevens, mein Anwalt. Ah, guten Tag. Ja, ich muss dann auch wieder. Wir sehen uns ja dann. Ciao. Ciao. Das war Ihr Vermieter? Mhm. Und im selben Haus? Ja. Allein oder mit Familie? Allein. Der Typ ist ein bisschen verschroben. Der hat aber nicht zufälligerweise den Schlüssel zu Ihrer Wohnung. Um Gottes Willen, nein. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja gut, wie dem auch sei. Ich komme gerade von der Polizei. Die Polizei hat Fingerabdrücke in Ihrer Wohnung sichergestellt. Von einer unbekannten männlichen Person. Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? Naja, wahrscheinlich von meinem Freund. Wie bitte? Von dem Freund? Ich dachte, Sie sind Single. Ja, es sollte nicht jeder wissen. Er ist verheiratet und will sich von seiner Frau trennen, aber es geht nicht von heute auf morgen. Okay. Und hat er einen Schlüssel zu Ihrer Wohnung? Nein, so lange sind wir noch nicht zusammen. Aber für Achim lege ich meine Hand ins Feuer. Der würde niemals bei mir einbrechen und mich schon gar nicht bedrohen. Warum auch? Hm. Aber nochmal zurück zu Ihrem Vermieter. Sie meinten, er sei verschroben? Warum fragen Sie? Meinen Sie, dass er vielleicht in meiner Wohnung gewesen sein könnte? Möglich. Er hat auf jeden Fall ganz merkwürdig vorhin reagiert, als Sie ihm sagten, dass ich Anwalt sei. Wir sollten ihm auf jeden Fall mal auf den Zahn fühlen. Dürfte ich Ihren Wohnungsschlüssel haben? Sie kriegen ihn auch gleich wieder zurück. Klar. Super, danke. Gerne. Bis dann. Ciao. Tschüss. Warum ich den Schlüssel zur Wohnung meiner Mandantin habe? Ganz einfach. Der Vermieter meiner Mandantin kommt mir schon sehr suspekt vor. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Und genau deswegen habe ich mir jetzt ein bisschen Zeit genommen, um mich auf die Lauer zu legen, um ihn zu beobachten. Was macht der denn da? Wo will der mit den ganzen Sachen hin? Das schaue ich mir jetzt mal genauer an. Nettes Programm haben Sie da. Was wollen Sie hier? Das sind meine Privaträume. Aber Sie haben kein Problem damit, in die Privatsphäre anderer einzudringen, hm? Das ist nicht so, wie Sie glauben. Sieht aber ganz genauso aus. Ist es aber nicht. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Jetzt gehen Sie bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Halt, hier geblieben. Und Sie brauchen gar nicht so einen auf Coolton. Die Polizei wird sich nämlich sehr für Ihre schmutzigen Filmchen interessieren. Das ist nicht so, wie Sie glauben. Lassen Sie, gehen Sie jetzt. So weit waren wir schon mal. Es ist,
Das ist eine reine Sicherheitsvorkehrung. Sie wissen ja gar nicht, was in seinem Haus alles passieren kann. Schon klar. Erzählen Sie mir nicht so einen Mist. Offensichtlich haben Sie überall bei Ihren Mietern Kameras installiert. Aber die Polizei, die wird Ihren Laden gründlich auseinandernehmen. In wie vielen Wohnungen haben Sie denn Ihre Kameras installiert? Nur in der einen. Das glauben Sie doch selbst nicht. Im Haus gibt es noch so viele schöne andere Frauen. Ja, zum Beispiel meine Mandantin, Frau Gerber. Hm? Bei der sind Sie doch auch in die Wohnung eingedrungen. Nein, das lasse ich mir hier nicht in die Schuhe schieben. Das ist nicht nötig, da wird auch so genug übrig bleiben. Sie sind ja wohl das Allerletzte. Hey, wie lange bespannen Sie mich schon, hä? Sie perverses Schwein. Frau Röder, ich kann verstehen, dass Sie aufgebracht sind, aber wir wollen die Sache jetzt nicht eskalieren lassen, bitte. Sie haben gut reden. Sie wurden ja auch nicht von ihm unter der Dusche beobachtet. Wie gesagt, ich kann Ihre Wut verstehen, aber Herr Pelzig wird die Konsequenzen tragen müssen. So, wir haben die Wohnung von der Frau Röder jetzt komplett gecheckt. In zwei Räumen haben wir Kameras gefunden, im Bad und im Schlafzimmer. Was? Du Drecksschwein! Frau Röder! Wer ist das Schwein? Das sind meine intimsten Bereiche. Wie lange geht das schon so? Frau Röder, ich darf Sie doch jetzt wirklich bitten. Sie brauchen sich doch mit ihm überhaupt nicht abgeben. Gehen Sie doch bitte zurück in Ihre Wohnung. Wir kümmern uns drum. Ich will wissen, was mit diesen Perversen jetzt passiert. Die Spurensicherung wird auf jeden Fall noch die anderen Wohnungen nach Kameras durchsuchen. Da ist nichts. Es war nur die eine. Ach ja, nur ich bin bespannt worden, oder wie? Das werden wir ja sehen. Auf jeden Fall, Herr Pelzig, Sie kommen mal schön mit aufs Revier. Ach so, wenn Sie nichts dagegen hätten, Herr Kommissar, würde ich mich da gerne anschließen. Ich gehe davon aus, dass Herr Pelzig nämlich auch für die Taten bei meiner Mandantin verantwortlich ist. Kein Problem. Kommen Sie mit. Okay, die Fingerabdrücke in Frau Gerbers Wohnung stammen nicht von Ihnen. Habe ich Ihnen doch gleich gesagt. Und obwohl Sie so ein vertrauenswürdiger Mensch sind, haben wir diese ganze Sache trotzdem noch mal überprüft. Und im Zuge dessen sind wir zu neuen, interessanten Erkenntnissen gekommen. Die Vormieterin von Frau Gerber wurde in dieser Wohnung erdrosselt und der Täter nie gefunden. Tja, ich kenne die Geschichte. Aber Sie glauben doch nicht, dass ich damit was zu tun habe. Sagen Sie es mir. Na, hören Sie mal, ich bringe doch niemand um. Nein. Vielleicht haben Sie in dieser Wohnung ja auch eine Kamera versteckt. Sind auf den Geschmack gekommen, haben die Frau überrascht, sie hat sich gewehrt. Und dann mussten Sie sie mundtot machen. Nein, nein, nein! Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Können Sie das beweisen? Ja, kann ich. Ich war nämlich im Urlaub in der Zeit in Florida. Das werden wir nachprüfen. Ja, das können Sie gerne. Und mit den komischen Vorgängen in Frau Gerbers Wohnung habe ich auch nichts zu tun. Das werden wir sehen. Wo genau in Florida sind Sie denn gewesen? Hier, schreiben Sie das mal auf. Ja. Wir haben die Prüfung der restlichen Wohnung jetzt abgeschlossen. Aber Kameras haben wir keine mehr gefunden. Auch nicht in Frau Gerbers Wohnung? Habe ich Ihnen doch gesagt. Frau Gerber ist überhaupt nicht mein Typ. Wer hier Ihr Typ ist und wer nicht, das ist mir scheißegal! Tatsache ist, Sie werden für Ihre perversen Spannereien bezahlen. Und was den Tod dieser Vormieterin angeht, da werden wir Ihr Alibi auch noch mal genauestens unter die Lupe nehmen. Bitte? Ja, krasse Geschichte, dass in der Wohnung meiner Mandantin jemand umgebracht wurde. Das hatte sie mir gar nicht erzählt. Naja, was diesen komischen Vermieter angeht, der scheint ja anscheinend für die Tat wirklich nicht in Frage zu kommen, wenn er in Florida im Urlaub war. Trotzdem gilt es herauszufinden, wer wie in die Wohnung meiner Mandantin gekommen ist. Und die Fingerspuren ihres Freundes müssen auch noch mit denen am Tatort abgeglichen werden. Ich werde jetzt meine Mandantin über den aktuellen Ermittlungsstand in Kenntnis setzen. Sie wurde echt hier in der Wohnung umgebracht? Das ist echt so ekelhaft. Ja, ich gehe mal davon aus, dass Ihr komischer Vermieter Ihnen deswegen nichts davon erzählt hat, weil kein Mensch in eine Wohnung einziehen möchte, in der jemand umgebracht wurde. Ja, eben. Ich wäre hier niemals eingezogen, wenn ich das gewusst hätte. Dieser perverse Pelzig ist echt das Allerletzte. Boah, da schauert es mir richtig. Das ist wirklich eine grauselige Geschichte, sag ich dir. Mann, Mann, Mann. Aber ich habe mir überlegt, vielleicht ist das ja der Geist deiner Vormieterin, der hier rumspukt, um dich in den Wahnsinn zu treiben, ha? Bitte hör auf mit diesem esoterischen Quatsch. Ja, hör mal,
tu das nicht einfach so ab. Es gibt wirklich Sachen zwischen Himmel und Hölle, die kann man nicht so einfach erklären. Ich will diesen Mist nicht hören, bitte. Mein Gott, dann komm doch wenigstens auf andere Gedanken. Finden Sie nicht auch? Also ganz ehrlich, ich finde ja, das sollte Ihre Tochter schon selbst entscheiden. Na komm, gib dir doch einfach mal einen Stoß. Lass uns heute mal um die Häuser ziehen. Ist doch besser, als wenn dir hier die Bude auf den Kopf fällt. Sag mal, kapierst du es nicht? Ich habe keine Lust, feiern zu gehen. Mann, ich will eine richtige Mutter und keine Partyfreundin. Naja, geh mich mal frisch machen. Manchmal treibt sie mich echt in den Wahnsinn. Ich weiß, dass meine Freundinnen sie cool finden. Aber manchmal wünsche ich mir einfach eine richtige Mutter und nicht so einen peinlichen Partyknaller. Ach, so siehst du mich. Als peinlichen Partyknaller, ja? Und dann noch hinter meinem Rücken reden, ist ja sehr schön. Ach, Mama, das war doch jetzt gar nicht so gemeint. Nee, komm, hör auf, du brauchst dich gar nicht rausreden. Weißt du, ich wäre froh gewesen, so eine Mutter wie mich zu haben, die jung, dynamisch ist und mit ihrer Tochter alles unternehmen will. Meine Mutter, deine Oma, die war fürchterlich. Die war mal streng, dann wieder total fröhlich und auf einmal aggressiv. Das war ein Albtraum für mich. Wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und wo hat es geendet? Dass sie in der Nervenheilanstalt verstorben ist. Wolltest du lieber so eine Mutter, ja? Wäre dir das lieber gewesen? Mama. Ja, nee, nicht Mama. Also, ich unterbreche ja Ihre nette Konversation nur ungern. Aber tun Sie mir mal einen Gefallen und schauen Sie mal bitte nicht zum Fenster hin. Warum? Da stand gerade ein Mann. Ich habe eine Idee. Ich tue jetzt einfach so, als würde ich mich von Ihnen verabschieden und werde mir den Typen schnappen, okay? Mhm. Also, schön was, Frau Gerber. Wiedersehen. Wiedersehen. Hey, was machen Sie da? Hallo, bleiben Sie mal stehen. Hey! Stehen bleiben! Das Haus ins Boot! Hey, was wollen Sie von mir? Die Frage ist doch vielmehr, was Sie vor dem Fenster meiner Mandantin wollten, ha? Ich bin Ihr Freund, Achim Finne. Ich gehe schon. Was machst du denn hier, Achim? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ist doch eine gute Frage, hm? Warum schleichen Sie da vor dem Haus Ihrer Freundin so rum? Ich wollte nach dem Rechten schauen. Mhm. Und? Wieso kommen Sie da nicht rein? Ich habe Sie gesehen, habe Svenjas Mama gesehen, dachte mir, das ist nicht gerade optimal. Ich habe auch gar keine Zeit, ich müsste eigentlich gerade wieder los. Achim! Ach, hallo. Was machst du denn hier? Ach, du hast mir doch aufs Band gesprochen, dass die Polizei hier gewesen ist. Und da wollte ich nach dir schauen. Dein Anwalt hat schon gedacht, ich bin der Übeltäter. Nein, das ist Achim, mein Freund. Ja, Frau Gerber meinte, dass Sie noch verheiratet seien. Ja, aber ich und meine Frau gehen schon seit längerer Zeit getrennte Wege. Das heißt, Ihre Frau weiß gar nichts von der Beziehung zwischen Ihnen und Frau Gerber? Nein, über sowas sprechen wir gar nicht. Mhm. Ich frage nur deswegen, weil Eifersucht und Rache ja oft nah beieinander liegen, ne? Und Menschen doch zu sehr ungewöhnlichen Aktionen verleitet. Könnte es denn sein, dass Ihre Frau hinter der ganzen Aktion hier steckt? Ach, niemals. Das ist gar nicht Ihr Stil. Und außerdem wüsste ich, wenn sie was mitbekommen hätte. Na gut. Ach so, die Fingerabdrücke, die hier von der Polizei gefunden wurden, das werden wahrscheinlich Ihre sein. Wäre nett, wenn Sie zur Polizei fahren und Vergleichsabdrücke hinterlegen, ja? Ja, wie jetzt? Und die werden dann registriert? Das finde ich auch ein bisschen heikel. Ein gläserner Mensch und so. Wie gesagt, für Vergleichszwecke. Sie werden nicht gespeichert. Engelchen, ich habe keine Stimme gehört. Ich habe nur dich rufen gehört. Wieso hat denn meine Mutter nichts gehört? Ich habe das nicht geträumt. Ich verstehe es einfach nicht. Es war doch real. Jetzt beruhigen Sie sich doch. Wissen Sie, das Tonbandgerät, das wir installiert haben, das hat die ganze Nacht lang aufgezeichnet. Wenn da Stimmen da waren, dann sind die hier auf Band. Gott sei Dank. Ja, dann spielen Sie es doch mal ab. Es war so um 22:45.
Ich hab nicht geträumt. Soll Mama noch mal sagen, dass ich spinne? Oh, Entschuldigung, wollen Sie auch noch eine Tasse Kaffee? Gern, ja. Das ist der Beweis. Ich hab keine Albträume. Ihre Mutter will diese Stimme nicht gehört haben. Und Ihre Mutter hat auch einen Schlüssel zu dieser Wohnung. Ja, aber meine Mutter würde mir doch sowas nicht antun. Warum sollte sie auch? Das weiß ich nicht. Achim, was machst du denn hier? Woran denken Sie? Ihre Mutter, kennt die eigentlich ihren Freund? Nein, sie hat ihn gestern zum ersten Mal gesehen. Warum fragen Sie? Ach, nur so. Ich würde da gerne mal was überprüfen. Der Freund meiner Mandantin hat mich eiskalt angelogen. Dieser Achim ist nämlich überhaupt nicht verheiratet. Das heißt, die rachsüchtige Ehefrau kann man getrost ausschließen. Die Frage ist nur, warum hat er mich angelogen? Und jetzt kommt's noch besser. Auch die Mutter meiner Mandantin, diese Inge, hat mich angelogen. Die war nämlich nicht im Urlaub auf Mallorca. Ich habe mit den Nachbarn gesprochen. Auch da würde mich mal interessieren, warum sie das gemacht hat. Wollte sie einfach nur ihre Tochter weiter terrorisieren? Oder sie einfach nur im Griff haben? Keine Ahnung. Vielleicht besteht da auch ein Zusammenhang. Könnte durchaus sein. Immerhin haben ja beide mich angelogen. Und beide kennen sich, Achim und Inge. Und als sie sich getroffen haben, waren sie ja peinlichst berührt. Und genau deswegen werde ich diese Inge jetzt mal unter die Lupe nehmen. Huch, wo will die denn hin? Ach nee. Weiß eigentlich Ihre Tochter von Ihrem kleinen Arrangement? Es ist nicht so, wie Sie denken, Herr Stevens. Ach ja? Sieht aber ziemlich eindeutig für mich aus. Sie kennen doch gar nicht die Hintergründe. Dann klären Sie mich auf. Aber ich warne Sie. Lügen Sie mich ja nicht an. Ich kenne nämlich schon so einige Hintergründe. Zum Beispiel, dass Sie mich eiskalt angelogen haben. Sie waren gar nicht im Urlaub auf Mallorca, nicht wahr? Nein. Und warum haben Sie dann Ihre Tochter angelogen? Hm? Um ein bisschen Zeit mit Ihrem Achim zu verbringen, oder was? Nein, das war alles gar nicht so geplant. Achim und ich haben uns mal durch Zufall bei Svenja vor der Wohnung getroffen. Ja, und dann, wir haben uns halt ineinander verliebt. Es sind halt Gefühle mit ins Spiel gekommen. Tja, und wieso haben Sie dann Ihrer Tochter davon nichts erzählt? Ja, wollte ich ja direkt. Aber Achim hatte Angst, dass Svenja dann total durchdreht und alles seiner Frau erzählt. Seiner Frau, so. Und wie genau hätte sie das anstellen sollen? Der ist überhaupt nicht verheiratet. Was? Du bist überhaupt nicht verheiratet? Nein, ist er nicht. Boah, du mieser Lügner. Du hast da auch kein Problem, deine Tochter zu belügen. Sag mal, spinnst du jetzt total? Du bist doch dauernd um mich herum schlawenzelt und hast gesagt, oh, ich kann gar nicht anders, weil du so eine tolle Frau bist. Herr Finner, das haben Sie ja ganz schön schlau eingefädelt. Hm? Einfach mal diese Geschichte mit der Ehefrau zu erfinden, damit die beiden Frauen hier keine Ansprüche gegen sie stellen. Damit sie keine Beziehung eingehen müssen. Was bist du eigentlich für eine miese Ratte? Ich werde alles Svenja erzählen und dann hoffe ich, dass sie mir verzeiht. Haben Sie eigentlich mit den Spukereien in der Wohnung Ihre Tochter zu tun und mit dem Drohbrief? Was? Auf gar keinen Fall. Ich liebe meine Tochter, das würde ich ihr niemals antun. Ja, aber sowas habe ich mir aber schon gedacht. Was? Weißt du was? Ich von Achim nie gedacht. Und von meiner Mutter schon gar nicht. Wie kann sie mir denn sowas antun? Naja, dieser Achim hat ihr wohl die große Liebe vorgespielt. Glauben Sie, dass meine Mutter hinter diesen ganzen Terroraktionen steckt? Vielleicht wollte sie mich in den Wahnsinn treiben, damit sie Achim ganz für sich alleine hat. Ja, der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Aber ich halte ihre Mutter für glaubwürdig. Sie wollte sie auch sofort anrufen. Ich habe sie davon abgehalten, weil ich erst mit ihnen reden wollte. Gott, ich glaube, mir wird schlecht. Ja? Ja, überlegen Sie sich das gut. Ja, Svenja war heute Morgen schon wieder zu spät. Na klar kann das jedem mal passieren. Aber bei Svenja ist es jetzt schon das dritte Mal. Hören Sie, ich will wirklich niemanden schlecht reden, aber der Laden liegt mir halt schon am Herzen. Vielleicht kommen Sie morgen früh mal selbst vorbei und machen sich ein Bild. Ja. Ja, danke. Okay, wiederhören. Was
die Leute in den Kabinen immer für ein Chaos hinterlassen. Mhm. Mensch, Svenja, was ist denn los? Du bist ja schneeweiß. Ach, mir war nur gerade ein bisschen übel. Ach, kann ich dir irgendwie helfen? Möchtest du nach Hause gehen? Nee, nee, danke, passt schon. Wirklich? Ja. Na gut. Ich wollte es bei Verena jetzt nicht an die große Glocke hängen. Ich kann ihre mitleidigen Blicke jetzt echt nicht ertragen. Aber was machen wir denn jetzt? Naja, ich würde ganz gern heute Nacht eine Kamera bei Ihnen installieren. Meinen Sie, diese kranke Person kommt noch mal? Möglich. Wir sollten auf Nummer sicher gehen. Hallo, Entschuldigung, dass Sie so lange klingeln mussten. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Kein Problem. Dann haben Sie das Video noch gar nicht gesehen? Nein, ich bin gerade erst aufgewacht. Dann sollten wir uns das schleunigst anschauen. Ja, dann hole ich kurz die Kamera und meinen Laptop. Setzen Sie sich doch schon mal hin. Danke. So. Super. Vielen Dank, Herr Stevens, für Ihre ganzen Mühen. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Gerne. So. Spulen Sie doch mal ein bisschen fort, da sind Sie offensichtlich noch nicht im Bett. Ja. Genau, ja, stopp. Was bedeutet das? Ich denke, es ist das Beste, wenn Sie erst mal zum Arzt gehen. Aber ich... Das gibt's doch gar nicht. But I was only dreaming. But I was only dreaming. Wissen Sie, was das Schöne und zugleich auch so Frustrierende am Rechtsanwaltsberuf ist? 1 + 1 ist nicht immer 2. Denn wie in diesem Fall schön gezeigt, gibt es nicht immer Täter und Opfer. Obwohl ich persönlich der festen Überzeugung war, dass entweder dieser schmierige Vermieter, der Freund, die Mutter oder vielleicht sogar die Arbeitskollegin meiner Mandantin für die Taten verantwortlich sind. Alles falsch. Denn meine Mandantin leidet an Schizophrenie mit schwer neurotischer Psychose. Muss deswegen in eine geschlossene Anstalt eingewiesen werden. Das einzige Gute an dem Fall, und wenn Sie so wollen, der Wermutstropfen, ist, dass dieser schmierige Vermieter für seine kleinen Schmuddelfilme bezahlen muss. Und zwar gerichtlich.